sind das noch mehr. Wir machen wohl alles richtig. Sonst würde der Häuptling kommen und uns zeigen, was wahre Stärke ist. Vermutlich, indem er uns enthauptet. Snagok. Komm, der hat bloß macht 7. Ist da oben an den Turm, ey. Dieser Waldläufer soll sich nur trauen, auf mich herabzuspringen. Ich bin bereit. Oben an den Turm ist das gar nicht so easy. Aber ein Girl jagt jedem einen gehörigen Schrecken ein. Nicht auf mich. Ich bin ein wahrer Hummer. Ich fürchte mich nicht einmal vor 2 Graus. Ich sehe ihn. Ab. Schleicht da jemand umher? Ich hol besser Verstärkung. Na, nicht hier. Genau. Elbereth Gitoniel. Oh, ich fällt gerade auf, dass ja der Waldläufer, der da abgebildet ist. Sieht zumindest stark danach aus. Es gibt dem Land der Schatten noch Licht, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Der Höhlensohn sagte mir, sein Karagor sei zahm. Der Höhlensohn lügt! Ein Karagor kann man nicht zähmen. Der Tag ist wohl abgehauen. Pergamentrolle eines Boten. Das sind nie gute Nachrichten. Nein, ich habe schon dafür gesorgt. Also gut, ihr stinkendes Pack. Haltet eure Mäuler. Schnauze! Ich habe ein paar schlechte Nachrichten für euch. Wirklich mies. Die elenden Menschen haben sich wieder mit den Zwergen verbündet und können auf die Unterstützung der widerlichen Elben zählen, die von, und das denke ich mir jetzt nicht aus, den verdammten Riesenadlern gerettet wurden. Tausende unserer Brüder starben in einem Kampf, den wir mit Fug und Recht als ungerechte Zusammenrottung gegen die Orks bezeichnen können. Sie fallen in unsere Länder ein, sie töten unsere Häuptlinge und unser Volk wird geschlachtet. Wo soll das enden? Ich sag's euch, es wird hier enden und es wird genau jetzt enden. Sie können den Fortschritt nicht aufhalten, sie können uns nicht aufhalten. Lass uns mal so stehen, ne? Die Bleichhaut ist längst weg. Diese Uruks leben für die Schlacht. Dann wollen wir sie nicht enttäuschen. Ja doch, ich bin nicht so der jetzt offen in die Schlacht stürzt. Das geht alles anders. Norsko sagt, es stünde frisches Fleisch für uns bereit. Haben die anderen bereits alle in ihre gierigen Mäuler gestoppt. Wenn wir dem Grabwandler begegnen, dann... Ich glaube, da hat sich etwas verkauft. Ein Karagor! Ups, wir wissen mal zu dem Kampfsymbol dort. Nee, nicht zum Karagor. Nämlich. Er schwor, dass keiner der Feinde die Brücke bequeren sollte. Leichen um Leichen türmen sich auf der Brücke auf und stürzten hinab in die Leere. Ich brauche keine.
Oh fuck. Ah, keine doppelte Tötung machen. Oh, Elbgeschosse benötigt. Shit. Weg mit dir auch noch. Au. Au, shit, fuck, shit. Ich weiß doch. Was machst denn du? Warum ist denn der da hingelaufen? Ich hab nach rechts und A gedrückt. Und er rennt aus dem... Oh Gott, ehrlich. Das ist doch Bullshit. Das ist doch richtiger Bullshit. Oh Mann. Mit Glück konntest du mich damals abhängen. Dieses Mal kommst du mir nicht davon. Ich verarsche. Oh Gott, das sind mir zu viele. Ich hab wieder keine Elfengeschosse. Ups. Och, jetzt geh doch da hoch. So. Ja, ich will es noch einmal machen. Was für Uruks Vorsprünge hinab? Okay. Stirbtag. Sehr gut. Bring das Licht. Nein, nicht den. Zack. Und den Kopf abgeschlagen. Zack, geh jetzt mal weg. Köpfe abgesehen!
Zack. Wow, wow. Und erstmal den hier nehmen, der gerade rüber wollte. Oh, ist eine Runde gefallen. Zack. Und wieder den Fackelträger. Du bist nichts gegen uns. Sind wir versucht, auf das Schild zu machen? Wow, 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 wow. Wow, den ich gerade töte. Oh, fuck. Ach man, ehrlich, in den letzten 10 Sekunden. Irgendwie kriege ich gerade die Absage nicht gebacken. So wie, hallo, hier, hoch, 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 danke. Jetzt, endlich. Ach man. Hab ich irgendwie nicht aufgepasst. Auch noch. Au. Yeah.
Zack. Mal den hier. Mach mal den hier weg, der stört mich auch. Und das mal du weg. Das ist dichter, du bist nämlich das Problem, wenn ich hier gestraft werde. Erstmal den Schildträger weg. Und den anderen Schildträger weg. Und zack. Und zack. Perfekt. Geschafft, endlich. Zack, 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 zack. Nö, nö. Entspannt euch mal, Leute. Abgehauen sein. Oh, hier gibt es ja noch was zum Draufstellen sozusagen. Nach einem Kampf brauche ich Essen und Grog. Stattdessen gibt es nichts als eine Menge Gebrüll von Schwarz. Wenn du weiter rumjammerst, gibt es noch viel mehr. Schlüssel für eine Schatulle. Die Orks verkomplizieren die Lage nur noch. Das könnte meine letzte Fahrt für eine sehr lange Zeit sein. Meine Frau und ich, wir müssen woanders hin. Die Kiste, öffne sie. Jetzt. Warum? Es sind schwere Zeiten. Und wir müssen wissen, ob du uns bezahlen kannst. Im Voraus. Tja, es ist wohl kaum genug für euch beide. Wir haben immer... Das ist alles, was wir haben. Bitte, meine Frau. Hättet ihr bloß mehr gespart. Also, es ist nur Platz für einen. Ihr entscheidet. Na geil. Davon. Er ist abgehauen. Es gibt immer noch ein paar Wege aus Mordor. Je mehr wir Mordor in Flammen hüllen können, desto mehr Menschen werden ihre Freiheit erlangen. Mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Er hat den Tod verdient. Ja, sehr gut. Hops, hops.
will ich trotzdem noch beherrschen und wissen, was du so weißt. Informationen sammeln. Oh, wen haben wir denn hier noch? Nö. Kennen wir alle schon. Utuk Trümmerschild. So, was machen wir als nächstes? Ich wollte das ja eigentlich nochmal machen. Wie komme ich denn da rüber? Shit. Was hältst du von unserem neuen Anführer? Aus dem werde ich nicht ganz schlau, aber er sieht zäher aus als der alte. Das war knapp. Das war gut. Hab gehört, er kennt ein paar schmutzige Tricks. Go, go, go. Ja, wir nehmen es mir nicht übel, dass ich jetzt hier sozusagen so viele Nebenmissionen mache. Aber ich finde die auch ganz interessant. So. Snagog. Habt ihr das gehört? Und dich auch noch? Ich mach's jetzt einfach so, wie ich es richtig halte. Bin froh, dass wir den Hauptmann los sind. So ein nutzloser Haufen Schrack. In der Tat. Sonst wäre er wohl kaum von einem Karagor gefressen worden. Wunderbar entdeckt zu werden. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Das könnte der Waldläufer gewesen sein. Und mir ist ja nix. Also keiner. Was eignet sich besser zum Foltern? Ein Brandeisen oder ein Hammer? Wenn du wüsstest, wie viele ich schon ausgelöscht habe, würdest du mir mehr Respekt zollen. Ohne unsere Krieger würde es gar keine Armee geben. Wenn sie alle in einer Reihe stehen, sind sie wie ein Schild aus puren Muskeln. Ein Schild, der bis an die Zähne bewaffnet ist und dem es nach Blut dürstet. So, der guckt gerade weg, das ist perfekt. So. Ob Speer, ob Schwert oder Axt. Jede Waffe taugt dazu, den Waldläufer zu töten. Es kommt darauf an, wie man sie benutzt. Im Gegensatz, da ist er! Nein! Wer hat mich jetzt noch entdeckt? Oh. Du bist tot. Fuck. Wer hat mich entdeckt? Ja, der, den ich gerade bekannt habe. Also mir gebackt. Blute für mich. Würde ich sagen. Und dass ich den nicht runter wollte, ist eigentlich auch logisch. Darunter will ich nicht. Die Armee am Schlund wird stetig größer. Ah.
Dann kann ich ja doch mit Bonus versuchen. Ach shit. Komm hier gar nicht zurück. So einfach. Und da drüben. Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Den Spaß gönne ich dir nicht. Wenn du ihn getötet hast, wie hat er dann erst gestern einen Haufen Uruks getötet? Weil er ein Geist ist. Du tötest ihn und er kommt zurück. Das wirst du schon noch sehen. Hopp, 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 hopp. Rein kommt man ja noch, aber raus kommt man nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er hier seltsame Geräusche hört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sie schon in die Hosen. Ich mag das auch nicht. Was glaubst du, was es ist? Zack. So, noch ein Versuch. Das sind echt nicht mehr so einfach, die Nebenaufgaben, muss ich sagen. Die erfordern schon ganz schön was. Was habe ich denn eigentlich jetzt hier? Ne, dahin wollte ich. Oh, Verbesserungen. 2300, da kann ich mir fast das hier besorgen. Unbegrenzte Hinrichtung. Schleichtötung. Nur findbar zu sein, unbegrenzte Schleichtötung ausführen zu können. Das ist natürlich bitter. Oder ich höre eins von den Sachen mal. 1700, boah. Wow. Ich glaube, ich mache mal das und das. Mach ich jetzt ungeduldig. Töte niemanden, bis der Überfall beginnt, okay. Dann geht's vielleicht hier rüber besser. Vielleicht doch nicht. So. Vielleicht so, auf diese Weise. Wie wieder man an den vorbeiläuft. Schieb die hier Wache! Du musst eine Weile ausruhen. Wieder der, immer noch der. Guckt hier immer noch rum. Du da! Ja, du! Mit diesem traurigen, armseligen Blick in deinen Augen wirst du heulen. Ich geb dir mal was zum Heulen. Zack. Okay, aufs Zelt kann ich nicht drauf. Menschen sind schwach. Ihnen fehlt sowohl der Mut als auch die Kraft für den Kampf. Wenn sie die besessen, haben sie keine Anführer, die sie befehligen könnten. Die Häuptlinge sorgen besser für genügend Wachen. Jetzt, geh doch. Oh, was ist denn jetzt für ein Bug? Jetzt kann ich weder links, rechts noch irgendwo anders. Och nee, was hat sie denn jetzt gebuggt? Hm, sehr gut. Also Leute, sieht aus, als hätte ich gerade schön mich reingeklippt. Jetzt geht gar nichts mehr. Fuck.